Hallo und jetzt willkommen, ich bin's Till hier mit einem kleinen Ankündigungsvideo und ihr fragt euch wahrscheinlich schon, warum Till? Denn im Titel steht Schlag den Taz, warum sitzt Taz oder Benny nicht hier? Und das möchte ich euch natürlich erklären. Und zwar sind wir hier gerade im PlayStation Studio, wie ihr vielleicht auch schon im Hintergrund so ein bisschen entnehmen kann. Ich meine, wir haben hier zum Beispiel auch PlayStation Kissen, da ist natürlich die PlayStation Liga abgebildet. Und das Studio ist in Berlin, ist unser erstes eigenes Studio, denn seit 4 Wochen produzieren wir auf dem PlayStation Twitch-Kanal eine wöchentliche FIFA-Show, immer dienstags von 19 bis 20.30 Uhr. Und auch heute ist es wieder soweit. Und nachdem wir in den ersten 3 Folgen mehr so eine FIFA-Talkshow gemacht haben, wo wir über die Weekend League geredet haben, über den neuen Patch, wir haben eure Teams bewertet, wir haben über die Teams der Pros gesprochen, über die Team of the Weeks und vieles mehr. Also auf jeden Fall könnt ihr auf jeden Fall auch noch weiterhin abchecken. Auf dem PlayStation Twitch-Kanal gibt es auch die VODs noch weiterhin, sind immer so circa 90 Minuten, also echt ein bisschen länger als so das Standard-YouTube-Video, deutlich länger, aber trotzdem nicht ganz so lang wie ein extrem krasser Stream. Die sind ja auch 4, 5, 6 Stunden lang. Also wirklich, ich glaube, cool gebündelter Content, aber doch eine gewisse Länge, Spielfilmlänge sagt man ja auch. Und da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Und auch heute gibt es natürlich die nächste Show wieder 19 bis 20.30 Uhr. Und diesmal haben wir uns was Neues überlegt, denn wir wollen auch natürlich da den Content abwechslungsreich gestalten. Und zwar wird es Schlag den Taz geben, endlich mal wieder. Wir haben das Format ein bisschen angepasst. Es wird jetzt zum Beispiel auch Quizshows zwischendrin geben. Was die Regeln angeht, wird es am Ende des Videos einen kleinen Einspieler geben, sodass ihr da dann auch noch bestens Bescheid wisst. Ihr solltet auf jeden Fall einschalten. Und heute ist es nicht so, dass ihr die Chance habt, gegen Taz zu spielen. Denn so war es ja bei Schlag den Taz normalerweise und so wird es auch weiterhin sein. Nur heute in der ersten Folge haben wir uns einen Pro eingeladen, und zwar Stylo. Der hat ja die ESL-Meisterschaft angeführt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch noch so ist. Letzte Woche war es auf jeden Fall so. Gestern wurden ja neue Spieler ausgetragen. Ich habe nur gehört, dass es da auch wohl ein paar kleine Probleme mit Lags und so weiter gab. Also von daher bin ich da nicht auf dem allerneuesten Stand, wer jetzt gerade die ESL-Meisterschaft anführt. Jedenfalls haben wir Stylo, den Prof Stylo, hier heute, und der wird gegen Benny antreten. Und außerdem haben wir die Serie noch ein bisschen umbenannt. Also wir nennen sie quasi immer noch Schlag den Taz, aber eigentlich ist es Schlag den BPGler oder Schlag den Bipart Gaming Spieler. Denn wir möchten auch gerne mal Mirza zum Beispiel hier haben. Gegen den könnt ihr dann natürlich auch noch antreten. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ziemlich fett. Ich hoffe, ihr schaltet heute Abend ein. Link ist in der Beschreibung. Alles weitere an Informationen außerdem noch in der Beschreibung und in den Kommentaren. Ich freue mich auf euch und dann schauen wir uns jetzt die Regeln an. In der Serie Schlag den BPGler tritt ein Fan oder ein externer Profispieler gegen einen unserer Spieler von Bipart Gaming an und muss sich innerhalb von 5 Challenges beweisen, darunter 3 Spiele und 2 Quizzes. Die Punkteverteilung ist dabei gestaffelt. Für das erste Spiel und das erste Quiz gibt es jeweils 10 Punkte, für das zweite Spiel und zweite Quiz jeweils 15 Punkte und für das Finalspiel 25 Punkte. Wie bereits durch Schlag den Taz bekannt, bekommt der Gewinner der jeweiligen Partien ein Handicap für die nächste Partie. In der ersten Partie spielen beide mit ihren Top-Teams, der Gewinner spielt danach in der nächsten Partie mit einem geschwächten Team, wo alle Spieler nur noch eine Bewertung von unter 85 haben, beziehungsweise maximal 85, keine Special Cards, keine Ikonen und so weiter, und der andere Spieler bleibt bei dem Top-Team. Gewinnt der Spieler, der das erste Spiel gewonnen hat, dann noch einmal, wird sein Team erneut geschwächt und er spielt dann mit einem Non-Rare-Gold-Team, also wirklich ein deutlich geschwächtes Team. Gewinnt allerdings der andere Spieler, also steht es dann insgesamt 1:1 in den Partien, dann bekommt er sein Team gehandicapt und dann spielen sozusagen beide mit einem Team, was eine Bewertung von unter 85 hat, beziehungsweise maximal 85 enthält. Genauso wichtig wie die Skills am Controller ist auch das Wissen, was man über FIFA Ultimate Team und über den FIFA E-Sport allgemein hat. Das wird in 2 verschiedenen Quizzes abgefragt. Für das erste Quiz gibt es 10 Punkte, für das zweite Quiz 15 Punkte. Und um ein Quiz für sich zu entscheiden, muss der Kandidat 4 Punkte sammeln. Das heißt, 4 Fragen richtig beantworten. Es können immer beide Kandidaten antworten. Das heißt, es kann zum Beispiel auch zu einem 4:4 kommen. Und so gelangt man dann in ein Stechen, bis ein Kandidat eine Frage nicht mehr weiß und ein anderer sie beantworten kann, wie man es zum Beispiel auch vom Elfmeter-Shootout kennt. Und so können die Kandidaten dann das Quiz für sich entscheiden. Die Punkte werden nach jeder Runde auf das Punktekonto der einzelnen Spieler addiert und am Ende gewinnt natürlich der Spieler mit den meisten Punkten.